Diesmal ist es ein Storch auf der Nahrungssuche auf der inzwischen gemähten Wiese vor dem Lebensressort. Auf dieser schmalen Straße bin ich ca. 2 Kilometer von Rosenburg hergekommen und habe eine Parkmöglichkeit gefunden, um den Weg zum öden Schloss zu verkürzen. Bald stehe ich vor der Rauschermühle, die 1613 Abt Zinner von Kloster Altenburg samt den dazugehörenden grünen Äckern und Gehölzen gekauft und für die Belegschaft von Grund auf erneuert hat. Das alles steht am Torbogen. Von hier beginnt der Steig und Weg 43, immer am Rande der riesigen Kampfschlinge um den Umlaufberg. Das eingezäunte, verwachsene Anwesen und Rückblick zur jetzt verlassenen Mühle. Unterwegs stoße ich auf Mauerreste einer größeren mittelalterlichen Ansiedlung, aber keine Burg. We'll be right back.
Nach diesem gut 2 Kilometer langen, urwaldmäßig verwachsenen Steig komme ich zu einem Forstweg, der auf die Uferhöhe hinaufführt. Und hier zweigt wieder ein Steig ab zum öden Schloss. Steil geht es hinauf zur Ruine, die einst Thursenstein hieß, aber schon 1396 zerstört und dem Verfall preisgegeben wurde. Nach den Mauerresten war sie eine riesige Burganlage, ähnlich aller Kampfburgen, auf einem fast senkrechten Felsen, gut 80 Meter über einer Kampfschlinge. Hier und da wird die Ruine besucht. Sie kann nur über einen Pfad besucht werden und so blieb ihr nur der Name Ödes Schloss. Hier folge ich einen Forstweg unterhalb der Burg mit viel Wildschweinspuren. Um vielleicht einen Übergang über die Kamp zu finden, aber außer der großen Wiese gibt es nicht einmal die Möglichkeit, zum Fluss zu kommen. Zurück geht es wieder die Uferböschung hinauf, für die Einheimischen und Bienen ein Naturparadies. Abstieg über die mir schon bekannte Forststraße hinunter und zum Ufer der Kamp. Es ist drückend heiß und schwül. Große Wolken ziehen auf und ich entschließe mich, wieder auf denselben Weg zurück zur Rauschermühle. Einen halben Kilometer vor der Mühle beginnt es zu regnen, aber unter den Bäumen ist es nicht so schlimm. Bei den alten Mauerresten entdecke ich noch so etwas wie eine ehemalige Kapelle. Wieder bei der Rauschermühle, die nach dem Abt Zinner, auch Zinnermühle genannt wird, geht es über eine kurze Straßenstrecke zurück zum Parkplatz. Und das war die Wanderung. Vor Rosenburg zweige ich ab und fahre die 2 Kilometer schmale Straße bis zur Parkmöglichkeit. Wanderung an der Rauschermühle vorbei,
immer an der Kamp entlang um den Umlaufberg und hinauf zum öden Schloss. Dann hinunter unterhalb der Ruine und wieder hinauf und hinunter zur Kamp. Rückweg wieder über denselben Steig. Heimfahrt zuerst im Regen, dann Sonne, über Altenburg und Mittagessen in Zwettl nach Ottenschlag.